Genau, ich bin Julia. Ich arbeite bei Athletes Network und mit Athletes Network unterstützen wir Athleten im Übergang in ihre Nachsportkarriere. Also, ihr könnt euch vorstellen, jede Sportkarriere ist irgendwann fertig. Und meistens nicht erst wie in einer normalen Berufskarriere mit 65, sondern meistens zwischen 30 und 40 irgendwann. Und danach hat man noch recht lange Zeit, bis man ja, wieder bis man wirklich pensioniert ist. Und ja, es ist wichtig, auch in dieser Zeit wieder eine zweite Passion zu finden. Und dort helfen wir den Athleten, das zu finden, herauszufinden, was bin ich denn sonst noch nach dem Sport oder neben dem Sport. Und ja, auch mit ihnen zusammen Möglichkeiten herauszufinden und ihnen die Möglichkeit auch in die Berufswelt zu bieten und natürlich dann auch das Netzwerk zu bieten, was es braucht. Die Idee ist nicht von mir gekommen, die ist von meinem Geschäftspartner gekommen und ich habe das gesehen auf LinkedIn, dass er das einfach mal gepostet hat und ich habe gefunden, ich bin selber eine ehemalige Langläuferin, ich habe gefunden, das ist so wichtig, das braucht es. Genau das fehlt noch in dieser Sportwelt, in diesem Ecosystem. Unsere Motivation ist jeden Tag, um wirklich zu sehen, dass das, was wir machen, auch einen Impact hat. Und zwar einen direkten Impact auf die Athleten. Wir sehen immer mehr Athleten, die von uns und unseren Dienstleistungen profitieren können, die es wirklich sie weiterbringt und auch eine gewisse Ruhe in ihre aktive Sportkarriere noch bringt. Weil sie wie wissen, hey, okay, es ist okay, ich habe einen Plan, ich weiß, was ich auch nach dem Sport wieder machen will. Und es gibt eben die gewisse Ruhe, die auch mega, mega wichtig ist für innere Sportkarriere, dass man sich wieder voll auf das Ziel fokussieren kann. Und ja, das zu sehen, ist für uns eigentlich auch der Ansporn jeden Tag. Ich habe ja vorher bei der UEFA gearbeitet und auch dort schon war das Thema Diversität und Inklusion extrem gross gewesen. Wir waren ein Team von 35 Leuten aus ungefähr 20 verschiedenen Nationen. Wir haben irgendwie 40 verschiedene Sprachen geredet. Und dort ist für mich zum ersten Mal so das herausgekommen, so, was ein diverses Team, was für eine Power dahinter steckt. Und wie cool und bereichernd das ist, Leute aus verschiedenen Kulturen, ja, mit verschiedenen Hintergründen auch. Und das hat mich schon mega stark geprägt und jetzt auch beim Athletes Network sind wir 8 Personen, die zusammenarbeiten und wir haben alle extrem unterschiedliche Hintergründe. Wir sind sehr, sehr divers und ich glaube, das ist eine der grossen Stärken, die wir haben als Team, dass wir so divers sind und ja, auch verschiedene Erfahrungen reinbringen und die Erfahrungen können teilen und nicht alle das gleiche Mindset haben. Ich glaube, heutzutage man redet sehr viel über Diversität, aber, und das ist auch mega wichtig, aber wirklich verankert ist es noch nicht so. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass es wie mehr verankert ist, dass es wie einfach natürlich ist, dass man eigentlich nicht mehr darüber reden muss. Genau, ich bin da am Square im Rahmen von Elsa und Alice. Das ist ein Programm, das Alumna zurück an die HSG bringt. Und ich bin da, um auch meine Erfahrungen, die ich jetzt machen konnte in der Berufswelt und in der Zeit, die ich jetzt seit meinem Abschluss von der HSG, ja, die Erfahrungen, die ich machen konnte, auch ein bisschen zum Teil zurückzugeben, den Studierenden weiterzugeben. Und auch wieder etwas mitzunehmen, gute Erfahrungen, wieder einen Austausch mitzunehmen. Ich glaube, man kann auch immer viel lernen von den Studierenden. Und ja, das ist der Grund, warum ich da bin. Und ich glaube, es ist mega wichtig, weil so eine Universität ist ein mega grosses Ökosystem und man ist so voll in dem Ding drin. Und ich habe es jetzt auch, wenn ich da hochgefahren mit dem Bus, es hat mir wieder so den Spirit gegeben und es war mega cool, zum das zu sehen. Und es hat mir wieder so das Gefühl gegeben, so, ah ja, es ist eigentlich noch immer gleich wie früher. Außer der Square natürlich, der ist neu. Aber gleichzeitig ist wie, ich glaube, ich kann mit meinem Teil wie so ein bisschen das Ökosystem auch ein bisschen aufbrechen, die Gedanken und die
Vorstellungen da drin auch ein bisschen aufbrechen und wie so meine Erfahrungen von der Welt aussen eigentlich auch reinbringen. Und ich glaube, für das ist ja das Square auch da und für das steht die HSG auch, zum die Universität eigentlich aufbrechen und so viel Einfluss wie möglich von der Welt reinzulassen. Und ich glaube, genau das machen wir mit dem Format.